Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Communications Engineering. Communications Engineering ist die Vorlesung, die sich mit verteilten Systemen beschäftigt. Das heißt mit Systemen, wo nicht die gesamte Funktionalität, was auch immer man realisieren will, in einer Komponente gekapselt ist, sondern wo mehrere Komponenten untereinander kommunizieren, um eine bestimmte Funktionalität zu erreichen. Komponenten war jetzt ganz bewusst noch sehr allgemein formuliert. Das kann man rein technisch sehen. Wir werden es auch in einem wesentlichen Teil der Vorlesung und der zugehörigen Übung technisch betrachten. Ganz generell geht es uns aber um soziotechnische verteilte Systeme, das heißt um verteilte Systeme, wo wir sowohl die Benutzerkomponente als auch die technische Unterstützungskomponente gleichrangig betrachten und wo es uns darum geht, in der Gesamtheit ein System zu schaffen, das der betrieblichen Aufgabenerstellung im konkreten Anwendungsfall jetzt für die Wirtschaftsinformatik Genüge zu tun. Die Vorlesung CE hat ein Begleitskriptum und ist in diesem Skriptum und dann auch in der Organisation in einzelne Themenbereiche gegliedert. Wir haben vier Themenbereiche, wir sehen das da hier auf der Grafik. Wir haben vier Themenbereiche, die sind da einheitlich jeweils eingefärbt und jeder Themenbereich ist in einzelne Themen untergliedert. Diese Themen sind unsere Ankerpunkte, an denen werden wir uns entlanghandeln, um die einzelnen Aspekte zu betrachten. Wir beginnen, wenn wir das ganz kurz mal anschauen, in diesen blauen Bereich, das heißt die und das da herüben, die drei und das da herüben. Das ist der Grundlagenbereich, wo wir mal versuchen, die grundlegenden Begriffe einzuführen und zu diskutieren, was denn ein verteiltes System ausmacht. Wir haben dann, deswegen ist der da separat dargestellt und leider hier ein bisschen klein, ein Thema, wo es dann schon in die Anwendung geht, wo es um sichere Kommunikation in verteilten Systemen geht. Das ist an dieser Stelle wichtig für die Grundlagen, weil wir ab diesem Jahr in CE ein Querschnittsthema haben, das sich über alle Themenbereiche drüber zieht. Das ist die Sicherheit in verteilten Systemen, die wir immer wieder aufgreifen werden und auf der einen Seite damit zeigen werden, was denn die Gestaltungskriterien in einem verteilten System sind und auf der anderen Seite mit diesem Sicherheitsbegriff uns auch technisch auseinandersetzen und uns die Technologien und technischen Ansätze in diesem Bereich anschauen werden. Wenn wir das haben, dann kommen wir in den Themenbereich 2. Jetzt sind wir da in dem herunteren Bereich. Das ist der lila dargestellte Bereich. Das sind die Computernetzwerke. Das heißt, eine reine technische Annäherung einmal. Es geht uns darum zu verstehen, wie Netzwerke, wie Netzwerkkommunikation funktioniert. Vor allem auch ganz konkret im Internet. Das heißt, wie der TCP/IP-Protokollstack funktioniert. Wenn wir das haben, dann gehen wir eine Ebene weiter rauf. Das ist der rote Bereich, wo es uns dann um Abstraktionsmodelle für Kommunikation in verteilten Systemen geht. Das hört sich jetzt fürchterlich komplex an. Im Wesentlichen geht es um die Software, die verteilte Systeme treibt. Ja, das Ziel ist in verteilten Systemen aus technischer Sicht immer, die Komplexität der Kommunikation zu verstecken, deswegen Abstraktionsmodelle. Und wir werden uns anschauen, welche unterschiedlichen Ansätze es dazu gibt. Und wenn wir das haben, dann gehen wir auf die konkrete Anwendungsebene im Themenbereich 4, wo es darum geht, dann soziotechnische Organisationsgestaltung in verteilten Systemen zu betrachten. Das werden wir aus Modellierungssicht betrachten. Das heißt, wir werden uns ganz kurz mit dem sogenannten Enterprise Architecting beschäftigen. Das ist quasi die strategische Ebene auf die Organisationsgestaltung und kommen aber dann ganz stark nochmal von der operativen Ebene und beschäftigen uns mit den Konzepten zur Arbeitsgestaltung, den Ansätzen im Workgroup Computing und dann letztendlich wieder mit diesem Querschnittsthema sichere Kommunikation in verteilten Systemen aus soziotechnischer Sicht.